eine Polizeieskorte auf dem Phillips Field. Und hier haben wir Security. Die trägt ein Paket auf das Phillips Field. Es kann doch wohl nur um den Ami-Markt gehen. Genau, es geht um das altbekannte Ami-Eis. Und John Reinhardt schneidet hier die ersten Packungen an. Reinhardt, der den Ami-Markt mitorganisiert als Cheforganisator. Und hier sehen wir Schokolade, Erdbeer und Vanille. Anja Nischeri und John Alexander sind die Ersten, die haben bei einem Gewinnspiel gewonnen dürfen, als Erste hier dieses köstliche Eis schlecken. Und dann ab Freitag gibt es das Eis natürlich auf dem Ami-Markt für alle. Ami-Eis made in Bremerhaven. Es schmeckt euch? Lecker. Sehr gut. Kennt ihr dieses Ami-Eis noch von früher oder seid ihr eher etwas überraschend heute in den Genuss dieses Eises gekommen? Also ich bin damit aufgewachsen. Ich habe es von Kindheit an immer wieder gegessen. Und ich kenne nur noch das Vanille. Im letzten Jahr gab es nur Vanille. Nur noch wenige Tage bis zum Start des Ami-Markts hier in Bremerhaven. Das Eis ist schon da und John Reinhardt, es schmeckt lecker. Affengeil, bombastisch. Was sagst du, Peter? Jo. Ich habe es ja nun oft probiert und mit ausprobiert und das entwickelt mit. Und ich muss sagen, wir haben es eigentlich ganz gut getroffen. Wird das Eis auch der große Renner sein am kommenden Wochenende? Werden viele Renner sein. Das Eis auf jeden Fall und dann gefolgt von Hamburger. Oder wir haben unter uns ein Wettrennen. Vielleicht auch erst Hamburger und dann Eis. Hamburger, Eis oder vielleicht was ganz anderes? Naja, Eis wird schon das sein. Ich habe die Befürchtung, dass wir es am Ende versteigern müssen. Das heißt, das ein bisschen so die Angst, zu wenig Eis beschafft zu haben? Also beschafft zu haben ist eine Sache. Hergestellt, Manufaktur. Das ist eine individuelle kleine Manufaktur und es wurde hergestellt. Also eine begrenzte Anzahl ist da. Da müssen wir mal fragen, wo ist es denn hergestellt worden und was war das Schwierige bei der Produktion? Schon in der Nähe hier, eine lokale, hoch angesehene Manufaktur, ist es schon so. Das Schwierigste daran waren sehr viele Sachen. Die Verpackung war das schwierig, die Reihenfolge des Eises, da haben wir schon auch drüber philosophiert. Viele kleine Schwierigkeiten, viele kleine Puzzlestücke, aber das Endergebnis ist, come and try it. Vor allen Dingen, das Eis gibt es so in den USA gar nicht mehr. Ach, es gibt es da schon. Also das Eis, was man hier so kennt, das amerikanische Eis in dem Sinne schon, aber natürlich gibt es auch die Vergleichbaren wie Lagnese auch dort und die haben da auch irgendwas zusammengewürfelt. Aber mittlerweile ist es so sahnig, cremig wie dieses Eis hier, gibt es so nicht, nein. Entscheidende Frage, wie teuer wird das Eis sein? Zwei Versionen. Wir wollten das natürlich günstig halten, wir wollten das faire Preise halten. Und einmal haben wir eine Version bei 5 Euro und die andere Version ist, da finden wir uns gerade, zwischen 6 und 7 Euro. Und wie wird das Wetter nächstes Wochenende? Bombastisch. Viel zu heiß, viel zu heiß. Also das Internet sagt 30 Grad, ja. Aber heute Mittag der Wetterbericht hat das schon ein bisschen relativiert bei der ARD. Die sagten 23, 24 Grad sonnig und das wäre natürlich ganz ideal für so eine Veranstaltung. Kann es zu heiß sein beim Ami-Markt? Ja, es könnte schon zu heiß werden. Ne? Wenn da wirklich 30 Grad sind, dann habe ich doch ein paar Befürchtungen, dass nicht alle, die eigentlich kommen wollten, über Tag kommen. Aber dann wird es eben eine Abendveranstaltung, weil es etwas kühler wird.